Grüß Sie wohl zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 mit mir, Ben Hoshi. Ja, wie ihr seht, ich habe mir mal neue Maschinchen gekauft. Ein bisschen was vom Gebrauchtwagenmarkt, vom Neuwagenmarkt und so weiter. Ja, darunter ist einmal. Fangen wir mal von der Mitte an. So, den New Holland T8435 habe ich mir jetzt mal gegönnt. Ich hoffe, dass der auch so funktioniert, wie er sollte. Dann habe ich mir noch ein 1000 Kilo Gewicht geholt. Ja, und dann der Krone Big M500. Ja, wie ihr seht, gebraucht. Nix neu. Der hat schon ganz schön was auf dem Buckel. Wenn man sich hier mal so die Textur anguckt. Also gut, der ist ja auch schon ein paar Tage alt, sag ich mal. Aber wie gesagt, er funktioniert tadellos. Er ist durch den TÜV gekommen. Gibt also da keine Probleme. Wir steigen da mal ein in das schöne Stück. So. Ja, ihr seht, es ist also der Boden ist ein bisschen abgenutzt, so scheint es. Ja, überall so Textatur ist und Textatur, ja, genau. Nicht die Texttastatur. Die Textur ist auch ein bisschen verwaschen, aber gut, das ist halt das Konvertierte. So, die Kamera, naja, ist halt alles, naja, es ist halt, ja, älteres Modell. Jo. Gut, das dazu. Steigen wir mal wieder aus, erstmal. Aber wie gesagt, funktionieren tut er auf jeden Fall. Das ist, so, und hier haben wir den Strautmann Terra Vitesse CFS 5201 DO oder D0, wie auch immer. Ja, den Lade. Warum habe ich mir jetzt eigentlich einen Ladewagen gekauft? Bin ich doof? Nee, ist doch richtig. Ja. Ist ein Ladewagen. Den brauche ich ja fürs Gras aufnehmen. Aber dazu dann auch später mehr. Wir brauchen jetzt erstmal den Traktor. Ja, denn mein Mais ist gewachsen. Wow, der geht ja ab. Ups, Alter. So, Gewicht haben wir dran. Nee, das war. Entschuldigung. Ja. Wir fahren jetzt einfach mal zum Hof, denn da habe ich nämlich den zweiten Hänger zu stehen für die Silage. Fürs Häckselgut. Silage wäre schön, wenn ich die schon hätte. Und dann fahren wir mal wieder hoch zum Feld. Was waren es? 34, 38? Irgendwie sowas jedenfalls. Da steht auf jeden Fall schon mein Häcksler. Der Krone Big X 1100. Und da steht ebenfalls schon der andere New Holland. So. Nee, und die warten da schon beide auf mich. Genau, da ist er schon. Ja, da wartet auch schon einer, dass er da durchfahren kann. Gut, aber wir machen erstmal. So, damit nämlich nachher der Cosplay hier ein bisschen. Besser wenden kann. Machen wir jetzt hier mal ein bisschen mehr Platz.
Weil ich habe nämlich keine Lust, nachher hier schon wieder andauert. Ey! Was sollte das denn jetzt hier? Ich habe nämlich keine Lust, nachher hier andauernd hier wieder hin und her zu gucken. Nur weil der blöde Crossplay hier nicht richtig wenden kann, weil einfach die Bäume alles und das Gelände einfach zu doof dafür ist. Deswegen ziehen wir hier erstmal zwei Bahnen. Ja, und durch diesen Aim-Target-Dingster-Bumster-Mod, den ich mir da reingemacht habe, wie gesagt, sieht es auch, naja, wenigstens ansatzweise ein wenig, upsala, so aus, als wenn er da richtig treffen würde. Aber wie gesagt, er versucht halt die Plane immer nach und nach immer gleichmäßig aufzufüllen. So, wir sind jetzt mal wieder so nett und fangen. Was, dieses komische Geräusch, das verstehe ich nicht. Soll das jetzt beim Rückwärtsfahren mal sein oder wie? Nee, also das scheint irgendwie wirklich zu sein, dass wenn ich rückwärts, also wenn ich zu weit vom Hänger entfernt bin oder so. So als kleines Warnsignal ist natürlich nicht verkehrt. Oh. Muss man nur vorher mal wissen. So. Ach Mann. Nein, nicht da. Den wollen wir. Genau. Ich bin ja auch schon wieder fast voll. Also, naja. 57% ist nicht fast voll, aber so gut wie. Dann wollen wir mal gucken, ob denn der Cosplay denn hier auch jetzt ein bisschen besser zurande kommt. Genau, jetzt füllt er da wieder ein bisschen nach. So, 85% haben wir. Und 97, 98, 99. 100, wunderbar. So, fahren wir ihn mal hier zur Seite. Und steigen mal in den anderen um. Jetzt muss ich erstmal wieder suchen, wo er ist. Da ist er. So, und wollen wir mal. Krone Big X ist eingestellt. Okay. Wollen wir mal gucken, ob er es macht.
So, auf dem Feld 43 km/h, Wende und so weiter, auf der Straße. Ja, maximale Geschwindigkeit, das passt schon, hoffe ich. Habe ich jetzt eigentlich die Fruchtumfahrung eingeschaltet? Deaktiviert, okay, wunderbar. Gut, also die Arbeit macht er ja schon mal ganz gut. Dann werde ich mal wieder umsteigen. Da ist er. Fahren wir mal zur BGA. Gut, und der fährt auch den Hügelwesen mal ein bisschen schneller hoch. Das ist schon mal allerhand. Ja, ab und zu blinke ich jetzt auch mal. Da will ich dann nämlich auch nachher dann mal beim Crossplay mal ein bisschen gucken, weil ich hatte den Kurs eingefahren mit eingeschalteten Blinkern. Ich weiß nicht, ob Crossplay das auch dann auch mit aufnimmt und auch so macht. Ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn, würde das Ganze noch ein bisschen realistischer aussehen. Aber das kann man sich dann mal angucken in der nächsten Runde. Ja, genauso mit der blöden Waage. Ich wollte ja schon die ganze Zeit eine Waage hinsetzen, aber irgendwie... Ich vergesse es andauernd. So, jetzt hat das Ding schon wieder durchdrehende Reifen. Also schon wieder. Naja, egal. So, verdichtet ist es zu 83%. Und schwappt er oben drüber. So, wunderbar. So, jetzt schauen wir uns mal ihn hier an. Oh, jetzt hängt er im Baum drin, also. Jungchen, 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 wo kommst du denn her? Ich selber mal gucken, wo ich hier geblieben bin. Ach du Kack. Boah. Komm, nur wende doch mal. Steht ihnen insofern nicht im Weg. Doch. Ach Mann. Also muss man auch immer noch nachhelfen. Also das ist natürlich nicht so schön. Aber mal gucken. Vielleicht liegt es ja wirklich nur an dem geringen Platz. Gut. Fahren wir mal wieder zurück. Ja, und wie gesagt, da freue ich mich natürlich schon mächtig auf das Lenkrad, wenn mit dem Blinken dann auch alles ein bisschen besser funktioniert. Hoffentlich. Ja, das werden wir dann ja merken. Gut, aber dann ist das auch schon wieder gewesen für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Die Zeit vergeht ja mal wieder wie im Fluge, ganz normal. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was auch immer ihr zu schreiben habt. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen.
schaut meine anderen Let's Play rein und dann würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr auch meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet. Gut, also dann sehen wir uns dann morgen oder in einem anderen Video wieder. Euer Ben Hoshi, ciao, ciao.